und herzlich willkommen alle zusammen. Mein Name ist Relinia Dragana, vorzugsweise Dragana, und ich begrüße jetzt euch hier alle zusammen zu einer weiteren Führung von oder weiteren Serie, wie man es nennen kann, zu Hogwarts Legacy, wo es jetzt nur noch hauptsächlich darum geht, eigentlich jetzt noch die Nebenquest fertig zu bekommen, so noch ein paar Rätsel zu auf jeden Fall zu erlösen, also so von sich aus noch alles zu erkunden und alles, ne? Vielleicht noch den einen oder anderen Erfolg dadurch zu erhalten. Und nachdem wir ja jetzt die Hauptquest-Reihe halt erledigt hatten, wer diese noch nicht gesehen hat, kann gerne bei mir auf YouTube vorbeischauen. Dort findet ihr mich auch unter Drelinia Dragana. Dazwischen entweder ein Bindestrich oder ein Unterstrich. Ich glaube, bei YouTube ist es ein Bindestrich. Könnt euch da gerne die Reihe anschauen. Aktuell sind es halt auf als Livestream momentan noch oben. Ich bin aber dabei, aktuell die Let's Plays auch da rauszuschneiden. Dann könnt ihr euch diese auch gerne dort nach und nach anschauen. Da ist sie, findet ihr dann auch die aktuelle Hauptquest-Reihe halt von Hogwarts Legacy. Und da ist sie dann auch von Anfang bis Ende komplett hochgeladen. Und deswegen ist es jetzt halt hauptsächlich jetzt hier, ich spiele das auch außerdem im Stream, ist es jetzt hauptsächlich so ein bisschen rumdaddeln, ein bisschen entspannen und ein bisschen Rätsel lösen und alles. Also es ist jetzt nicht mehr so, hoffentlich so durchgezogen wie vorab. Es ist diesmal wirklich effektiv, so ein bisschen entspannter. Das heißt, jeder, der jetzt halt gerne ein bisschen mehr von der Welt von Hogwarts sehen möchte. Huch. Okay, der Fehler ist immer noch drin. Ich habe da was vergessen zu erledigen, aber ist nicht schlimm. Weil ich jetzt sagen wollte. Jeder, der jetzt gerne halt mit so ein bisschen die Welt von Hogwarts so ein bisschen näher kennenlernen möchte, die auch eher aus dem Buch entstanden ist und nicht aus dem Film. Filme, Inhalte sind auch teilweise dabei, aber es ist vorzugsweise ja aus dem Buch angelehnt, die Welt. Kann jetzt gerne dabei sein, wenn er darauf Lust hat, so ein bisschen auch entspannter gucken möchte, weil, wie gesagt, die Hauptquest-Reihe ist jetzt vorbei. Seht ihr, wie gesagt, auf YouTube. Könnt ihr gerne nachschauen bei mir auf dem Kanal. Und hier geht es jetzt halt hauptsächlich nur noch mit der Hauptquest, also mit den Nebenquests und den kleinen Rätseln und so weiter und so fort halt weiter. Und mit dem Pflegen der Tierwesen und so weiter und so fort. Und halt gucken, dass man halt so viel ist, wie es geht, halt erledigt hat und die Erfolge freischaltet. Gut, aber ich würde sagen, ich laber nicht einfach mal so lange weiter und gehe einfach rein. So, da sind wir auch jetzt schon im Gemeinschaftsraum. Huch. Gibt meine Stimme wieder weg. Das mit dem Hippogreif, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendeine Datei einen Fehler hat halt bei mir. Ich weiß nicht, ob das ein effektiv eingebauter Bug ist oder so. Da muss ich mal gucken. Ich wollte eigentlich vor längerer Zeit das Spiel eigentlich repariert haben. Also durch die Funktion, dass man ja bei Steam Rechtsklick auf Dateien und Dateien halt reparieren oder Daten finden, Dateien halt finden und so machen kann. Das wollte ich eigentlich vor längerer Zeit gemacht haben, hab's aber leider nicht, weil ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr dran gedacht habe. Gut, aber ich würde sagen, ich lese mir nochmal die Nachrichten durch. Vielleicht haben wir noch irgendwas oder so, keine Ahnung. Oder ich gehe hier einfach mal in den Aufträgen rein. Guck mal, was ich noch machen muss, hä? Ach so, es gibt noch in Anführungszeichen Hauptquest-Dinger. Die scheinbar keine Ahnung mit was zu tun haben. Oder vielleicht gibt es ja jetzt so eine Art, dennoch nur so eine grobe Anleitung. Weil das ja so andere Quest ist. Ich bin mir da nicht sicher, aber wie gesagt, die Hauptquest selber ist ja so gesehen ja fertig. Wir haben ja Renrock, genau wie Harlow, haben wir ja beide einen Kopf kürzer gemacht, kann man ja sagen. Ich weiß nicht, wie man es noch schöner umschreiben kann gerade. Und damit war ja die Story ja auch zu Ende. Und es gab ja auch die schöne Rede, ne, vom Professor Black am Ende. Und beziehungsweise von der Frau Weasley. Aber wir gucken mal, was sie trotzdem zu sagen hat. Mal gucken. Gehen wir mal hin. Hä?
Muss ich dafür hier hin? Nein. So. Okay. Ist die Wiese wieder schön weich? Ach, weich. Was ist denn? Weich. Die Wiese ist wieder schön grün. Mann, was ist denn los? Guck mal. Das haben wir so gar nicht gesehen, Mann, ne? Immer nur von der Ferne. Was haben wir da? Ein Adler, eine Schlange. Das sieht aus wie ein Waschbär und ein Löwenkopf oder Sonne, irgendwie was. Oh. Finde ich schön. Hat was. Gefällt mir. Ich würde das am liebsten auch machen. So, hier haben wir noch eine Nebenquest. Das mache ich aber nach und nach. Ich würde jetzt gerne zu Professor Weasley. Beziehungsweise zu Professorin Weasley. Was ist denn hier los? Okay. Sie hat also einen Testral gesehen. Und warum sollte mich das jetzt beeindrucken? Jeder kann doch einen Toten. Revelio. Ich wünschte, ich hätte irgendetwas. Holzkatze, Handbuchseite. Diese hölzerne Statue bildet Pangodon ab, den furchtlosen Mäusejäger und hingebungsvollen Lerngefährten. Ach, ist das süß. Ich bin in allem Hoffnung. Ich finde das immer noch so süß, diese kleinen Beschreibungen dazu. Ich sehe woanders mich hin. Hau ihn kaputt! Ich finde das immer noch so gut. So. Räumst du das denn noch wieder auf? Ja? Oh, dieses Gewimmer danach, ey, ne? Nach dem Motto, ja, ich bin befriedigt. Nach dem Motto, ja, ich habe meine Wut alle auslassen können. Wenn ich alt bin, setze ich mich in einen kleinen Dorn. Ah, schön. Ja, gute Frage, ne? Warum haben wir, habt ihr Flugschotten, wenn Professor Black die Quidditch-Stunden abgesagt hat? Das ist eine gute Frage. Die Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Schlüssel? Was? Revelio. Bing. Was ist das denn hier für ein Glitzergeräusch? Hier war ja auch noch was. Bing, da vorne. Okay. Teilweise Verwandlung. Diese teilweise verwandelte Teetasse, vermutlich der bald korrigierte Fehler eines Zweitklässlers, dient als abschreckendes Beispiel für diejenigen, die die Komplexität und die Gefahren der Verwandlung nicht ernst nehmen. Hä? Komisch, auf dem Bild war es zu sehen. Hier ist es nicht zu sehen. Soll das so sein? Revelio. Ich weiß es nicht. Das so gewollt ist. Professor Weasley, Sie wollten mich sehen? Allerdings. Wir haben nicht mehr gesprochen seit... Ich weiß, dass Sie Professor Fig sehr nahe standen. Hogwarts wird ohne ihn nicht dasselbe sein. Nein, wird es nicht. Aber er würde sicher wollen, dass wir weitermachen. Und er wäre beruhigt, wenn er wüsste, dass die Zukunft der Welt der Zauberei in Ihren Händen liegt. Vielen Dank, Professor. Es war ein großes Jahr für Sie, in und auch außerhalb von Hogwarts. Es gab viele Gerüchte. Sie hätten ein Grabhorn geritten, sich mit einem Kobold angefreundet und Hippogreife gerettet. Und ich will gar nicht erst wissen, was es mit den Gerüchten von Azkaban auf sich hat. Woher wissen... Es ist schwieriger, hier Geheimnisse zu bewahren, als man denkt.
Ich bin froh, dass Sie in Miss Onei eine so gute Freundin haben. Ich glaube, Ihre Mutter sieht das auch so. Auch wenn ich es nicht gut heiße, dass Sie die Dinge selbst in die Hand nehmen, wenn es um Männer wie Rookwood und Harlow geht. Mutig sind Sie jedenfalls. Vielen Dank, Professor. Ich... Schon gut, nicht der Rede wert. Was ich gerne besprechen würde, ist Ihr Zaubererhandbuch. Darf ich es sehen? Natürlich. Was sagen Sie, Professor? Sie waren eifrig dieses Jahr. Ich sehe hier Fortschritte, aber ein großer Teil des Handbuchs muss noch vervollständigt werden. Zum Glück haben Sie noch Zeit, um sich auf die ZAGs vorzubereiten. Von dem Moment an, als Sie zu spät zur Einführungsfeier hereinstürmten, hatte ich so ein Gefühl, was Sie angeht. Ich bin froh, dass mein Instinkt mich nicht getäuscht hat. Wenn man bedenkt, dass Sie erst seit einem Jahr bei uns sind und bereits Ihre ZAGs ablegen, das ist schon erstaunlich. Vielen Dank, Professor, für alles. Gern geschehen. Ich bin schon gespannt, womit Sie Ihre restliche Zeit bei uns wohl verbringen werden. Ja, darauf bin ich auch gespannt. Bin ich auch. Wir werden auf jeden Fall die ganzen Geheimnisse und alles hier und alles aufsammeln, verkaufen. Also wir werden reich werden. Nein, Quatsch. Sehr geehrte Frau Professor Weasley, vielen Dank für Ihre Eule. Es freut mich sehr zu hören, dass unter neuen Siebtklässlern eine Reihe von Schülern ist, die sich für eine Karriere im Ministerium interessieren und auch dafür geeignet sein könnten. Natürlich werden Ihre ZAGs Letzteres bestätigen, aber ebenso wertvoll für unseren Einstellungsprozess ist Ihre Meinung. Aufgrund Ihrer Erfahrung mit uns verfügen Sie über eine einzigartige Perspektive und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich freue mich auf weitere Einzelheiten im weiteren Verlauf des Schuljahres. Mit freundlichen Grüßen, Ferris Sparwin, Zauberminister London. Wow. Revelio. Worauf die Hexe wohl drauf zeigt? Gute Frage, ne? Huch, da fliegt ein Buch auf der anderen Seite. Hier scheint aber nichts mehr zu sein. Ja, nach und nach sammle ich jetzt alles ein. Hä? So, das ist auf der anderen Seite. Okay. Frage ist, wie kommen wir da hin? Die wachsen von alleine, die Büsche. Revelio. Oder wie? Ach. Das ist Hallo. Cool. Wie schön, Sie zu sehen. Komm, es steht Nebel hier im... Stimmt, die Demigeist müssen wir auch noch machen, ne? Hallo, Homo. Stimmt. Das war ja auch was. Damit wir auch erst recht überall rankommen, ne? Muss man auch gucken. Revelio. Da haben wir einen Geist. Kann man mit dem quatschen? Nee, ne? Ist das nicht der, der immer mit der Axt gejagt wird? Ich habe so einen Verdacht. Hallo, Homura. Oder ich vertue mich da. Das kann auch gut sein. Lass mal gucken. Revelio. Nein, komm schon. Hier ist jetzt... Doch, da ist noch ein Brief. Professor Binz. Ich muss sagen, dass mich Ihre Beobachtung, die Schüler seien lethargisch, in höchstem Maßen erstaunt hat. Ich kann mit Gewissheit sagen, dass ich keinerlei Anzeichen von Lethargie in meinem Unterricht feststellen konnte. Daher habe ich mich entschieden, selbst mit einigen Schülern zu sprechen, um diesem seltsamen Phänomen auf den Grund zu gehen. Auf diese Weise habe ich schon bald erfahren,
dass sie die wenigen bekannten Fakten über historische Konflikte ins Zentrum ihres Unterrichts gestellt haben. Möglicherweise wäre es ratsam... Achso, da ist ein Punkt. Huch! Entschuldige. Möglicherweise wäre es ratsam, etwas rascher mit den historischen Feinheiten abzuschließen. Einer der Schüler war den Tränen nah, als er von mir von einer Prüfungsfrage über Gimbald weft und die Zahl der Knöpfe auf der Kleidung eines Zauberers während der Rebellion von 1752 berichtete. Offenbar ein Knopf mehr, als die damalige Norm vorgab, nicht wahr? Natürlich liegt die Entscheidung vollständig bei Ihnen. Aber die Schüler scheinen sich schwer zu tun, ein solches Detailwissen wertzuschätzen. Selbstverständlich ist dies lediglich meine private Meinung. Ich hoffe, Sie verzeihen, dass ich sie Ihnen ungefragt mitteile. Voller Hochachtung, Abraham Ronan. Boah, da bin ich froh, dass wir solche Fragen nicht in der Schule hatten. Wie kommt man auf sowas? Jetzt mal ganz ernsthaft. Wieso? Wieso muss man sowas wissen? Das gehört zu dem Punkt unnützes Wissen. Sphinx-Statue. Die Sphinx, ein Tierwesen mit einem menschlichen Kopf auf einem Löwenkörper, wird seit Jahrhunderten von Hexen und Zauberern eingesetzt, um Wertgegenstände und Geheimverstecke zu bewachen, da sie intelligent ist und eine Vorliebe für alle möglichen Rätsel hat. Die hat keine Nase, die Sphinx. Was habt ihr... Weißt du, dass sie in Ägypten keine Nase hat? Okay, aber warum muss man die auch die hier keine Nase machen, haben, hä? Warum? Das verstehe ich nicht. Was? Winkt das doch. Da. Merun. Fenster der Geschichte der Magie. Auf diesen Buntglasfenstern sind Merlin, die vier Gründer von Hogwarts, sowie verschiedene andere Hexen und Zauberer ihrer Zeit zu sehen. Merlin? Hä, warum bewege ich mich nicht? Achso, ich renne gegen Tisch und Stühle. Da haben wir ja noch die Zauberer da. Da nicht. Okay. Hier haben wir noch eine Nebenquest. Dem kann man quatschen. Was würde ich nicht für ein eigenes Zimmer geben? Das ganze Jahr über einen Schlafsaal zu teilen ist echt schrecklich. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Privatsphäre ist wichtig. Auch für mich. Hin und wieder tut es auch mal gut, alleine zu sein. Was liegt denn hier? Hä? Warte mal, was hat das eigentlich damit auf sich? Moment. Das ist der... Das ist Leviosa. Gut. Leviosa. Hä? Ich verstehe es nicht. Oh, geht noch auf Stufe. Revelio. Levioso. Hä? Ach, ich lasse das mal da schweben, ne? Da war doch. Warte. Da. So, Handbuchseite gefunden. Revelio. Bin das nur ich oder wirkt es, als wenn da irgendwas. So. Als wenn hier irgendwie was wäre? Ägypten? Hier muss doch irgendwas versteckt sein, ne? Was wirkt danach? Oh, warte mal. Vielleicht krieg ich das ja. Bombarda! Katringo! Nö. Nö, funktioniert nicht. Wäre auch zu schön gewesen. okay. Ich hatte das Gefühl, da ist noch irgendwas, aber okay. Ich würde gerne erstmal alles absuchen.
bevor... ich jetzt hingehe und die ganzen Nebenquests mache. Da waren wir gerade eben. Habe ich da irgendwas übersehen? Ach, da war die Motte. Interessant. Gehen wir erst runter, würde ich sagen, ne? Rebellio. Ping. Da oben pinktet. Glaube ich. Wieder oben oder unten. Oder hier unten. Was haben wir hier? Oh, an die Kiste komme ich nicht ran. Hier unten nicht schon mal? Ich meine schon. Rechts bin dort. Revelio. Oh, lass mich da rein. Alohomora. Na, komm. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Hä? Oh. Es ist dunkel. Ach nee, es ist hell. Deswegen sehe ich den nicht. Zumindest sehe ich ihn nicht leuchten. Wichtiges Muggel-Artefakt. Dieses missverstandene Artefakt ist angeblich wichtig für die Muggel-Kriegsführung. Aber die meisten Zauberer finden die Aussicht einer so schweren Waffe, Fragezeichen, zur Führung völlig unverständlich. Nachvollziehbar. Ich kann es verstehen. Revelio. Hä, wo soll denn hier ein Demigeist sein? Können wir eigentlich ausnutzen, ne? Warte mal. Jetzt, wo wir sowieso noch alles aufklären, aufdecken etc. pp. Warte mal. Ach, da sind sogar so die ganzen. Interessant. Wir warten mal bis Nacht ist. Dann können wir auch eigentlich dann das in einem Rutsch nutzen, um die ganzen Demigeis ja, einzusammeln, würde ich sagen, ne? Huch, Moment, so. Revelio. So, Demigeis, wo bist du? Da, da sitzt er. Du gehörst mir, Demigeis. Oh ja. Vorne ging das. Oder? Bitte, 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 eins, bitte, eins. Oh, nö, das ist nur zwei. Das ist genauso wie mit dem einen Dorf da. Wo ein Demigeist war und ich nicht rankam. So gemein. Ja. Hoppala. Rumspringen wollte ich jetzt hier nicht, ne? Hm? Was ist denn mit dem Schatten los? Soll das so? Wirkt so, als wenn das nicht richtig wäre. Alohomora. Was haben wir denn hier? Was bist du denn? Betreten? Revelio. Geheimgang? Was? Was? Was war denn das jetzt? Revelio. Was ist denn für ein Geheimgang? Ich hab rausgespuckt. Okay, das ist ja schon cool, ne? Das ist ein Bergtroll? Und wo fühlst du mich hin?
Hä? Wie? Wo? Hä? Ist doch gar nichts. Ich raff's nicht. Was ist über uns? Ich hab keine Ahnung. Ich war jetzt auf der Seite da vorne, ne? Hä? Nee, hier war ich. Moment. Dann zu dem. Rebellion. Ich glaube, wir müssen bald wieder, wieder in den Raum der Wünsche zum... Wegen den ganzen Gegenständen, ne? Bevor wir nachher wieder keinen Platz haben. Das sieht mir schon fast wieder danach aus. Warte. Ausrüstung 23 und 24. Okay. Einmal können wir also noch. Muss ich aber erstmal gucken, dass ich hier rauskomme. Hätte schon cool gemacht da mit den Fröschen. Hat richtig was. So, hier ist aber ansonsten nichts mehr, ne? Sei jetzt hier die. Aha, okay. Ich verstehe. Kamen wir jetzt von unten oder von oben? Oben waren wir, ne? Na. Stimmt, hier oben war mal da oben. War das? Okay. War das der Froschraum hier? Hier waren wir. Hier haben wir den Demigeist gekriegt. In einen Raum. Was ist das denn hier so? Den einen Raum kriegen wir ja nicht, weil wir den zwei Stufen nicht haben vom Schloss knacken. Noch nicht zumindest. Okay. Rebellion. Das ist das. Wo bin ich das? Da. Was ist denn das? Oh! Geplättete Rüstung. Diese Rüstung gehört Sir Skaggletroth. Ist das richtig ausgesprochen? Skaggletorp? Okay. Diese Rüstung gehört Sir Skaggletorp und dem Achtlosen, der törichtweise einen Bergtroll zu einem Spiel Reise nach Jerusalem herausgefordert hat. Oh! Oh! Hat wohl nicht so funktioniert, ne? Mit die Reise nach Jerusalem, ne? Oh. Hier haben wir dann. Damit ein Ausrüstungsteil. Jetzt müssen wir gucken, dass wir eigentlich, Alohomora. Noch zum Raum der Wünsche kommen, damit wir da ein bisschen leer machen können, beziehungsweise die nicht identifizierten Gegenstände identifizieren und dann gucken, ob wir irgendwas anziehen können und dann müssen wir hingehen und dann verkaufen. Huch! Was ist denn auf die falsche Taste gekommen? Okay. Hier haben wir wieder sowas. Bergtroll. Warte mal. Ich guck mal, wie der Ort heißt. Glockenturm. Ne? Wieder hier. Mal auf Abenteuertour. Das ist der Glockenturm. Da müssen wir uns das merken. Dass wir dann hier nochmal herkommen.
Die Glocken der drei Schwestern. Man sagt, die Glocken der drei Schwestern seien ein Tribut an drei gleichnamige, wunderschöne, steile Bergkämme, die sich majestätisch über eine Schlucht in Argyllshire erheben. Ich habe so ein Problem mit solchen Wörtern, ne? Gerüchten zufolge kann man sie in der Schlucht weit über dem Hochland hinaus läuten hören, wenn sie im Schloss geläutet werden. Die Einheimischen sind seit Jahren über das geheimnisvolle Läuten verblüfft. Komm schon! Stärker! Ach Mann, oh. Ich will die hören! Toll. Die können zwar hin und her bewegen, aber die läuten nicht. Wie doof seid ihr? Was ist das denn? So, Glockenturm war das, ne? Sind wir hier. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Erstmal im Raum der Wünsche. Ne, ich weg. Und